Where are you? Servus. Guten Morgen, mein Abi. Alles gut? Wie geht's? Gut, Bruder. Hätte ich nicht angerufen, wäre es nicht lang geworden. Mein Wecker hat genau Punkt 7.30 Uhr geklingelt. Ja. Und ich dachte, es wäre irgendwas anderes. Ich habe von irgendwas geträumt, Bruder. Ich dachte, es wäre irgendeine App oder so. Dann habe ich das weggedrückt. Und dann hast du angerufen. Ja, also hätte ich nicht angerufen, hättest du weitergepennt. Vermutlich. Bruder, ich habe hier irgendwas gesehen gerade, ne? Hm. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben genau Punkt 8 Uhr, also gleich in 4 Minuten ist es 8 Uhr. Heute geht es auf jeden Fall zum nächsten Fall. Dieser Fall ist auf jeden Fall sehr, sehr speziell. In dem Fall geht es auf jeden Fall um den bekanntesten Serienmörder aus Düsseldorf. Der Typ hatte sogar hier in Düsseldorf einen Spitznamen, also jeder kannte ihn quasi unter dem Namen, und zwar unter dem Namen Vampir von Düsseldorf. Warum der so genannt wurde, das werde ich euch auf jeden Fall im Laufe des Videos erklären. Das Krasse, ne, ich habe mich natürlich ein bisschen durchgelesen. Ich habe mies recherchiert, die Erde ist flach. Du weißt, das Wort Serienmörder, ne? Ja. Das kam erst in Gebrauch. Nach diesem Typen. Echt? Also vor diesem Typen gab es ja keine Serienmorde. Und der Typ hat ja 9 Menschen umgebracht. Und dadurch, dass er ein Serienmörder war, wurde quasi dieses Wort durch ihn eingeführt. Damit ihr ungefähr den Plan von heute versteht, wir werden auf jeden Fall an 2 Orte fahren. Einmal quasi an dem Ort, wo er schon den ersten, ja, Mord begann hat. Das war aber tatsächlich nicht an einem Menschen, sondern an einem Tier. Der Typ hat mit 5 Jahren schon angefangen, irgendwelche Tiere zu töten. Irgendwelche Tiere leiden zu sehen. Du musst dir vorstellen, er hat ja 13 Geschwister, ne? Sein Vater war zum Beispiel alkoholabhängig, also der war Alkoholiker. Und der hat halt die Mutter geschlagen, sehr oft. Und halt aber auch die Kinder, ne? Und er selber litt auch darunter. Also er wurde auch schon von seinem Vater geschlagen. Das heißt, er hat in den jungen Jahren schon so mäßig, wie heißt das, Gewalt erfahren, ne? Das führt wahrscheinlich auch dazu, dass er so Knacks gekriegt hat. Weil für mich ist das nicht normal, dass du mit 5 Jahren auf jeden Fall irgendwelche Tiere umbringen willst. Deswegen fahren wir auf jeden Fall an den ersten Ort. Und wie viel hast du recherchiert gestern? Boah, ich habe sehr viel recherchiert. Echt? Während Aishu geschlafen hat, ich will gar nicht wissen, was sie im Traum im Unterbewusstsein gehört hat. Serienmörder aus Düsseldorf. Ihr müsst euch vorstellen, bei der Recherche, ne? Ich lese und ich gucke, da steht auf einmal, dass er mit 5 Jahren einen Schwan umgebracht hat. Er hat von einem Schwan den Kopf abgerissen, ne? Und ich dachte mir, Schwan, okay, Schwan, was ist Schwan? Weil dieses Wort habe ich gefühlt in meinem Leben noch nie gehört. Ich gucke Schwan, ich denke mir, das ist sein Schwan auf den. Sein Crush. Bis ich dann gecheckt habe, okay, der hat wohl ein Tier umgebracht, also einen Schwan hat er umgebracht. Er hat den Schwan quasi seinen Kopf abgerissen oder Kopf abgehackt, keine Ahnung was. Und das ist für mich nicht normal mit 5 Jahren, überlegt mal. Stellt euch mal die Frage, was habt ihr mit 5 gemacht? Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt mit 5 Jahren gemacht habe. Ich habe bestimmt irgendwelche Legos zusammengebaut, keine Ahnung, ab und zu mal geweint und das war's. Aber der hat einfach mit 5 Jahren einen Schwan umgebracht. Jetzt fahren wir erstmal. Machen wir Schwan. Naja, Schwan gebe ich da hin. Schwanstraße. Ich gebe Schwanstraße. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Videos auch noch sein letztes Zitat vorlesen, ne? Das war krank. Ohne Spaß. Also dieses Zitat, wenn man sich das alles bildlich vorstellt, dass es von diesem Typen kam, dann hat man da auf jeden Fall schon so ein bisschen Angst. Genau hier ist es passiert, im Hofgarten. Wir sind tatsächlich nur 7 Minuten davon entfernt. Und hier ist sogar ein Schwanhaus im Hofgarten, ne? Also hier am Wasser, da werden wir gleich mal hingehen. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall ein bisschen mehr vorstellen. Weißt du, was aber noch interessanter bei der ganzen Sache ist? Er hat ja nicht diesen Schwan einfach so umgebracht und das war's, sondern er hat einfach noch das Blut von dem Schwan getrunken, ne? Niemals. Man glaubt es nicht, ich schwöre. Der hat einfach noch das Blut von diesem Schwan getrunken, als wäre nie was gewesen. Und deswegen hat er halt auch diesen Spitznamen Vampir aus Düsseldorf gekriegt. An der Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen von dem Typen genannt habe. Der heißt auf jeden Fall Peter Kürten. Müsst ihr mal eure Eltern fragen, vielleicht kennt die ein oder andere. Vielleicht kennt der ein oder andere. Was? Vielleicht kennt die ein oder andere. War da wieder zwei. Ey, ich schwöre, zwei mit Dings. Na egal. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen zu Fuß jetzt gehen. Wie kommt man darauf, einen Schwan zu töten? Tamam, töt ihn. Aber sein Blut zu trinken, war er alleine? Ja, das verstehe ich auch nicht. Eine Sache, ne, die ich vergessen habe zu erwähnen, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter Teil. Und zwar sein Kopf, ne? Also der Kopf von Peter Kürten, von dem Serienmörder. Der Kopf ist nicht einfach so verschwunden, sondern der Originalkopf, wisst ihr, wo der ist? Der ist einfach in Amerika im Museum. So krass ist das. Ich denke, es war hier. Weil das ist so der einzige See, wo auf jeden Fall Schwäne sind. Und hier sind ja ganz viele. Und guck mal bitte, die Dinger sind schon. Das Ding ist ja, wenn es steht, genauso groß wie ein 5-Jähriger eigentlich. Und er hat mit 5 Jahren, ist er hier rüber anscheinend, ist zu so einem Schwan gegangen und hat einfach den Kopf abgehackt, Bruder. Und dann hat er das Ding mitgenommen und hat das Blut getrunken. Oder vielleicht hat er es auch nicht mitgenommen, hat direkt getrunken, aber ey, ist krank. Mit 5 Jahren, ne? Mich würde es auch aggressiv machen, Bruder, wenn ich hier spazieren gehe und die schreien die ganze Zeit. Jetzt schnapp ich mir euren Kopf. Das ist auf jeden Fall der erste Tatort gewesen. Der zweite Ort, wo wir jetzt hinfahren, ist kein Tatort. Das ist die Wohnung von Peter Kürten. Da wohnt er natürlich aktuell nicht mehr, aber da hat er auf jeden Fall gelebt. Das heißt, da werden wir uns auch so ein paar Eindrücke machen. Vielleicht können wir sogar mit Nachbarn reden. Vielleicht gibt es da irgendwelche, die das mitkriegen, weißt du? Ist immer gut, weil es gibt immer Leute, die mehr Informationen haben als wir. Weil ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, aber die Leute haben das vielleicht über Insider Egg noch mehr mitgekriegt. Ich frage mich immer, wieso Menschen überhaupt so werden können. Ne? Viel hat halt auch, ne, mit der Kindheit zu tun, mit der Vergangenheit. Und seine Kindheit war halt nicht schön. Ne? Also der wurde ja wirklich im
Kindesalter auf jeden Fall missbraucht. Er wurde auch sexuell missbraucht wohl. Und sein Vater war Alkoholiker, aber egal, was in der Kindheit passiert, ich denke mir so, Bruder, du musst am Ende des Tages das Beste draus machen. Bringt nichts, wenn du schlecht aufwächst und das Ganze dann ja, schlecht weiter durchziehst. Damit ihr euch das nochmal vorstellen könnt, der Typ hat insgesamt in seiner Laufbahn, wo das Ganze passiert ist, 9 Menschen umgebracht. Und was für eine lange Laufbahn war das? Februar bis November. In einem Jahr? Ja. Niemals. Nicht mal ein Jahr. In einem halben Jahr hat er 9 Menschen umgebracht. Okay, das würde jetzt auch sogar passen zu dem letzten Zitat. Das Gute ist, unser Hotel, ne, das ist ja hier... Wir sind im Prime Inn gewesen in Düsseldorf. Das ist direkt in der Stadt gewesen, ne? Oder waren wir in der Stadt? Ja doch, das war Düsseldorf Stadt. Und von der erste Tatort war ja 6 Minuten entfernt und der ist jetzt 7 Minuten entfernt gewesen. Also das ist schon entspannt. Also leichtes Feeling kommt auf jeden Fall hoch, wie zu dem alten Fall Fritz Honka. Weil er hat auch in so einem etwas älteren Wohnungen gelebt. Das Ganze befindet sich in der Mettmanner Straße 71. Jetzt müsst ihr die Hausnummer finden. Ah, 71 ist da. Ich zeige euch jetzt einmal das Originalbild von seiner Wohnung und einmal das Bild von der jetzigen Wohnung. Das könnte das sein. Weil das Ding ist, es wurde halt saniert. So sah die Wohnung damals aus. Halt auch schon relativ alt. Mich verunsichert auf jeden Fall diese Beulen, diese Balkonbeulen. Mhm. Die haben wir da halt nicht, ne? Aber wie gesagt, es wurde wahrscheinlich alles saniert. Aber das ist auf jeden Fall die Adresse. Da hat er anscheinend gewohnt. Ist krass immer, wenn man sich das so vorstellt, ne? Ganz normale Nachbarschaft. Du weißt, du hast viele Nachbarn so, aber du kennst halt alle Nachbarn persönlich nicht. Vielleicht mal so ein Hallo, Tschüss, aber wie die halt privat drauf sind, was sie für Knäckse haben, das weiß er am Ende des Tages nicht. Und ich denke nicht, dass die ganzen Nachbarn, die hier gewohnt haben, dachten, dass der Typ auf jeden Fall komisch ist. Dass der Typ auf jeden Fall bereit ist, neue Menschen umzubringen. Guck mal, auch hier, der Hauseingang sah damals ganz anders aus. Ihr müsst euch vorstellen, ich kenne mich halt in der Gegend nicht aus. Ne? Zum Beispiel in Hamburg, bei Fritz Honka, wusste ich, okay, was das für eine Gegend ist. Hier zum Beispiel kann ich das gar nicht einschätzen. Ist das eine komische Gegend, ist es eine runtergekommene Gegend? Man weiß es nicht. Ne? Zum Beispiel Duisburg-Maxum weiß man, okay, das ist Bulgarien. Lass mal kurz dahin. Weißt du, was ich mich frage? Welchen Weg er gegangen ist morgens? Links oder rechts? Unten rechts frei. Er hat ja oben in der Dachgeschosswohnung gewohnt. Das heißt, entweder oben links oder oben rechts. Jetzt haben wir eigentlich ein perfektes Beispiel. Ihr habt es auf dem Foto schon ein bisschen gesehen, aber so sahen ungefähr die Türen damals aus. Die hatten auch so ein Dreieck, so ein Illuminatendreieck oben. Und die waren halt ein bisschen älter. Aber das wurde auch so ein bisschen saniert, so ein bisschen verändert. Ja. Aber guck mal, das sind auch diese typisch alten Klingeln. Komm mal her. Das sind diese typisch alten Klingeln. Zum Beispiel bei der anderen Wohnung jetzt von Peter Kürten wurde das neu gemacht. Aber das sind so die richtig alten Klingeln gewesen. Wo du noch so machen konntest mit Hand, dass es quietscht. Kennst du das? Sag Walla, du kennst das? Ja, ich kenn das. Okay. Hast du schon immer gemacht bei Kollegen, ne? Bei den ja, das hab's einfach. Ah, das ist eine Wohnung. Jetzt kommen wir mal zur Frage, was überhaupt sein Motiv war, ne? Weil viele stellen sich wahrscheinlich die Frage, okay, warum hat er das Ganze gemacht? Das Krasse ist, der Typ hat ja gar kein Motiv gehabt. Also der hat das wirklich auch Spaß gemacht. Der hat daran Spaß gehabt, Menschen umzubringen, Menschen zu quälen. Und es gab keinen richtigen Grund dafür. Wahrscheinlich war seine Vergangenheit, wie ich am Anfang schon erzählt habe, so ein bisschen Grund dafür. Aber an sich hat er wirklich nur Spaß daran gehabt. Und das ist schon geisteskrank. Daran merkt man, dass der Typ auf jeden Fall ein Psychopath war. Jetzt komme ich auf jeden Fall zum letzten Geständnis. Das waren seine letzten Worte, ne? Danach gab es keine weiteren Worte mehr von ihm. Es ist schade, dass ich jetzt festgenommen werde. Der Generaleffekt sollte erst kommen. Ich hatte vor, täglich 2 Menschen umzubringen. Überleg mal, der Typ hatte wirklich einen Plan. Er wollte jeden Tag mindestens 2 Personen umbringen. Das war so sein Ziel, der Generaleffekt. Krank. Meinst du, die kennt ihn? Ich habe mal eine kurze Frage. Kennen Sie Peter Kürten? Nie gut Deutsch. Ach, warte, Daniel hatte recht. Leben Sie hier lange schon? Nein. Okay, sie hat ein gutes Alibi. Sie ist raus aus der Sache. Im Internet sieht man halt schon viele Sachen, man kriegt halt viele Infos raus, aber mich persönlich würde am meisten interessieren, wenn ich zum Beispiel diese originalen Akten in der Hand hätte. Bruder, ich bin so richtiger Hobbypolizist, ich hätte richtig Bock drauf, so diese Akten zu kontrollieren, zu gucken, okay, wie ist der Mord passiert, was ist da genau passiert, weil die schreiben das ja alles detailliert auf, weißt du? Ey Bruder, wir müssen eigentlich ganz kurz mal diese Situation von dir erwähnen, in dem Hotel. Erwähnen? Du hast es ja gesehen. Weil er immer Hotel auf mich schieben, weil die denken, ob er sich mit dem Freier. Ich muss euch eine Sache noch erzählen, die haben wir gestern mitgekriegt. Daniel hat mir was ganz Bestimmtes erzählt. Bruder, ich hatte Schock, als ich das gesehen habe. Und da will ich auf jeden Fall auch gleich euch was erzählen. Also, in einem Hotel, ich erwähne jetzt nicht den Namen. Ja. Da gab es ein Hotel, ein größeres Zimmer hatte er. Und am nächsten Tag ist er einfach rausgerannt. Dann sind die Leute reingegangen vom Hotel und haben das Hotel gesehen, also das Zimmer. Und das Zimmer, hast du ja selber gesehen, da waren Flaschen, da waren Zigaretten. Das ist ja noch harmlos. Wollte ich gerade sagen, das ist noch das harmlos. Das ist noch das Harmlose. Ein komplettes Bett war halt mit... Erklärst? Den dreckigen Part muss ich übernehmen. Digga, das Zimmer war einfach komplett voller Blut, ne? Und komplett. Ich schwöre, ich habe mir das Video locker fast 10-mal angeguckt. Weil ihr wisst, ich bin mal sowas richtig neugierig, ne? Das ganze Bett war voller Blut. Aber die Stelle, wo am meisten Blut war, war das Badezimmer. Da war am Badezimmer, unter der Toilette, an den Wänden, war überall Blut. Und das war nicht mal normal. Das Zimmer war voll mit Blut, aber auch...
kann man so sagen, scheiße. Ja. Ja. Das Ding ist, Daniels Theorie war, dass er besoffen war. Aber Bruder, das ist so eine Theorie, das geht gar nicht, Bruder. Also selbst wenn du besoffen bist, ne, Tamam, ich verstehe, vielleicht stößt du dich mal, Glas fällt hin, du schneidest dich, okay. Aber ihr müsst euch vorstellen, da war so viel Blut, das ist gar nicht normal gewesen. Das war 100%, der hat da irgendjemand umgebracht. Weil wir haben auch gesehen, ich habe auf das Video richtig geachtet, da kam der Detektiv aus mir raus, da war auch so eine kleine Schminktasche, ne? Ja. Wenn wir davon auf jeden Fall mitkriegen sollten, ne, wenn das Ganze öffentlich gegangen ist, dann wisst ihr auf jeden Fall, von wem ihr den Fall gehört habt, ne? Warum wir euch das jetzt quasi erzählt haben, das ist halt wieder dieser Punkt, den wird man im Leben niemals verstehen. Du weißt nie, wie das A in Hotels ausgeht, was für Leute in Hotels einchecken, was in diesen kleinen Zimmern passiert. Du weißt genauso wenig, was in seiner Wohnung passiert ist, was er in seiner Wohnung gemacht hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, der hat 9 Menschen umgebracht und du weißt ja gar nicht, wie er gelebt hat. Und das macht das Ganze noch interessanter. Also ich werde auf jeden Fall dieses Format weiter durchziehen und ich will auf jeden Fall richtige Fälle lösen, Digga. Nein! Doch. Das war seine Skizze? Ja. Was laberst du? Guck mal, das meine ich. Das sind so Sachen, Bruder. Wenn ich jetzt seine Wohnung durchsucht hätte, genau solche Sachen hätte ich gefunden. Ich habe da so Bock drauf, ne? Und ich weiß ganz genau, ihr habt genauso viel Bock drauf, dass man solche Wohnungen besucht von irgendwelchen Serienmördern. Das hier zum Beispiel war eine Skizze von einem seiner Morde. Hier steht zum Beispiel Mord bei Pappendaddy. Wiese, hier hat er eine Wiese aufgezeichnet, hier hat er ein Feld aufgezeichnet, hier ist überall Wald. Achso, jetzt verstehe ich das Ganze. Hier ist überall Wald. Die Leiche der vermissten Gertrud. Überleg mal, er hat den richtigen Plan gehabt, ne? Und er ist auch wirklich der Erste, der einen Wald so zeichnet. Ich schwöre auf alle, ich habe noch nie so einen Wald gezeichnet, ne? Pappendelle, Düsseldorf. Auch nur 5 Kilometer. Oder wir sind einfach perfekt im Zentrum, ne? Hier ist der Plan. Hier steht Pappendelle. Ich habe jetzt Pappendelle einmal eingegeben. Das ist auf jeden Fall, ja, Feldweg, Waldweg, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen außerhalb der Stadt. Hier fand auf jeden Fall ein Mord statt. Und das werden wir uns gleich auf jeden Fall genau anschauen. Wir sind genau 5 Minuten von dem Tatort oder von dem Plan entfernt. Und guck mal bitte, was das für ein Wald ist, Digga. Weißt du, was ich nicht weiß? Ist der Typ zu Fuß gewesen? Ist der mit dem Auto gewesen? Das wissen wir halt nicht. Das steht halt nicht in den Berichten drin, ne? Aber da irgendwo drin, wo wir gleich hinfahren, ist der 6. Mord passiert. Das Krasse aber an der Sache, es wurde bis heute nicht die Leiche gefunden. Ich hätte links müssen. Scheiße. Das ist schon ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl, wenn man weiß, die Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Darf man hier mit dem Auto langfahren? Keine Ahnung. Ich bin seit 15 Jahren kein Auto gefahren. Also. Ach so. Ach, sie ist umgestiegen. Alles klar. Schönen Abend. Schönen Tag. Ja, Abend wahrscheinlich. Ich glaube, man kann hier mit dem Auto langfahren. Also das ist ja extra so ein Weg fürs Auto. Da können wir, glaube ich, ganz oben parken. Das wäre jetzt theoretisch meine nächste Frage gewesen. Ist der jetzt mit dem Auto hier lang gefahren? Ist er zu Fuß hier lang gegangen? Und wo hat er diese Leiche, ja, wie sagt man, wo hat er die Leiche gehabt? Ich stelle mir auch die Frage, ist er hier nachts oder tagsüber lang gegangen? Weil wenn er nachts lang gegangen ist, Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist ein richtiger Psychopath, ne? Genau da fahre ich jetzt hin und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwelche Ähnlichkeiten zum Ort finden. Also die Leute denken sich auch, Hamburger, kennst du dich, was macht der hier? Ich glaube, hier kommen wir gar nicht mehr weiter. Warte, ich spreche ihn auf jeden Fall nicht an. Oh mein Gott, Bruder. Jetzt hat Spaß beiseite, ne? Du weißt ja, wir machen uns immer so Szenarios, ne? Nee. Aber kennst du diese typischen Mörder, die dann anfangen auch zu pfeifen? Ja. Diese. Ja. Damit das so auch unauffällig ist, aber das macht, das ist eigentlich noch auffälliger. Der hat auch sein Handy ganz hinterm Rücken gehabt. Er ist tamkomisch gegangen. Er hat sich umgedreht zu uns und ist weitergegangen. Wir parken das Auto jetzt einmal hier. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich zu Fuß dahin. Hier gibt es auf jeden Fall keinen Weg zu dem See. Also der wird jetzt nicht so richtig angezeigt, deswegen müssen wir hier durch. Das ist die einzige Option, jetzt quasi zu dem See zu kommen. Er sagt, das ist ein Autoweg. Guck mal hier den Boden an. Hm? Guck mal hier den Boden an. Du weißt, ne, wenn ich hier mit Auto fahre, kann ich direkt in die nächste Werkstatt hier in Düsseldorf. Wer jetzt mit seinem Auto hier? Bruder, hier können wir nicht lang. Lass zu Fuß. Aber wenn wir in meinem Auto sind? Hey Bruder, fahr doch hier lang. Boah, wie geil wär's, wir würden jetzt mit den Pferden dahin reiten. Tschüss, guck mal bitte, was er für Szenarien so im Kopf hat. Daniel sagt einfach zu mir, wie krass wäre das, wenn wir jetzt mit den Pferden dahin reiten würden. Wenn man so drauf achtet, ist so ein kleiner Weg. Du kannst hier so lang und dann müssen wir gleich hier rechts. Aber wir sind ein bisschen zu weit. Wir müssen, guck mal, wir müssen rechts diesen Weg hier gehen. Also hier sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Kennst du diese Instagram-Videos, wo auf einmal so ein Bär aufs Ecke kommt? Ja. Wir gehen auf jeden Fall genau richtig. Ich sehe den See. Ist er hier mit ihr spazieren gegangen oder wie ist das Ganze passiert? Hat er sie erst vielleicht da am See umgebracht? Das weiß ich halt leider nicht. Und das steht auch im Internet nicht wirklich drin. Dazu haben wir leider nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, aber ich habe auf Reaction ein Video hochgeladen, da haben wir wieder auf Insolito reagiert. Und da wurden auch in Stuttgart 2 Koffer im Wald gefunden. Und das gibt mir gerade solche Feelings. Und die lagen einfach so im Wald. Einfach so blaue Koffer, ne? Und da waren einfach 2 Leichen drin. Deswegen, wenn ich hier irgendwo einen Koffer sehe, Bruder, wundert dich nicht, wenn ich renne einfach, ne? An der Stelle, falls die Polizei das sehen sollte, nimmt mich, glaub mir. Wir lösen die ein oder anderen Fälle, die noch nicht gelöst wurden. Hier ist ein bisschen matschig. Guck mal, da hinten ist sogar ein Baum eingestürzt. Das ist einfach zu so einem Parcours geworden. Junge, stell dir mal vor, du gehst da jetzt gerade lang und genau dann fällt er auf dich. Junge, wie soll ich irgendjemandem erklären, dass du so gestorben bist? Das wird mir keiner glauben. Ey, der fällt. Das ist schon komisch, Digga. Warum soll man hier hinkommen? Okay, hier hast du auch gefühlt keine Zeugen, weil hier ist tote Hose. Das Problem ist, wir haben halt hier auch E-Netz. Wir wollten gerade nach dem Plan gucken, ne, damit wir quasi die Skizze vor Augen haben. Weil hier ist ja auch ein kleiner Weg, der gerade geht.
Hier haben wir auf jeden Fall Wald und halt See. Aber auf der Skizze war, soweit ich weiß, kein See, ne? Deswegen, wir wissen halt nicht, ob wir jetzt richtig sind oder nicht, aber es sollte auf jeden Fall alles irgendwo in diesem Gebiet passiert sein. Also hier hat er irgendwo die 6. Person umgebracht und die Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr eigenartig. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch unterhalten. Der Fall war meiner Meinung nach sehr interessant, aber auch sehr gruselig und eigenartig. Der Typ hat 9 Menschen umgebracht und ja, wenn ihr irgendwelche weiteren Infos habt oder euer Feedback, schreibt es natürlich unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Fall oder beim nächsten normalen Video. Gegen wen kämpfst du? Boah, da oben sind Fliegen. Nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Adios, amigos. Warte auf meinen Kopf. Bruder, ey, was ist für ein Tier, Digga?